Ja, horch mal und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Guild Wars 2, die Folge. Wie immer mit dem Hämmerdler, wie immer ein bisschen auf Fränkisch. Und wir machen weiter mit dem Erfolg. Sprungrätsel-Erfolg. Faustsetz-Beute und Faustsetz-Rache. Also wie man auch immer das ausspricht. Ja. Wir befinden uns dazu im Haradi-Hinterland an der Wegmarke Arka und das Sprungrätsel befindet sich in etwa hier. Irgendwo hier. So, da bewegen wir uns jetzt mal hin. Guter Anhaltspunkt ist diese Brücke, die hier ist. Meine Ausdrucksweise heute ist ja unter aller Sau, aber das ist ja wurscht. Geht ja nur darum, dass man es zeigt, wo es ist und wie man hinkommt und alles andere ist doch egal. Und zwar gibt es jetzt hier auch, man könnte sich auch, ich will jetzt sagen, reinbacken, aber es besteht die Möglichkeit, hier ist nämlich der Ausgang von diesem Jumping Puzzle, auch anderweitig hereinzukommen. Ich habe mir gedacht, ich zeige das mal. Nur mal testhalber, um dann danach richtig reinzugehen. Also müssen wir erstmal das ganze Ungeziefer hier wegbringen. Was ist das hier eigentlich? Achso, das ist wieder so eine. Es ist Wintertags blablub. Und. Warte mal, wo bin ich denn jetzt hier? Das war ja gar nicht hier. Das war da drüben. Ich bin falsch. Wo war jetzt dieser. War der weder noch hier? Jetzt bin ich verwirrt. Egal. Dann zeig mir halt den Jumping Puzzle Weg stinknormal und am Schluss kann ich ja immer noch zeigen, wie man anderweitig hinkommen würde. Oh. Ui. Knappes Ding. Also. Springt am besten von der Brücke ins Wasser. Dann hier wieder raus. Und wo war da? Da muss ich hoch. Hier ist der Aufgang. Ist auch ein bisschen beleuchtet. Man sieht also durchaus den Eingang. Und wir gehen mal rein. Als erstes müssen wir uns hier Felsbrocken schnappen, damit diese Tür da vorne aufgeht. Und auf diese Steinteile hier ablegen. Rückzug! So. Einmal hier im Eck. Man sieht auch, da gehen jetzt so Fackeln an. Und jetzt noch das dritte. Zack. So. Und schon ist der Eingang auf und wir gehen durch. Für den allerersten Erfolg, ich weiß jetzt nicht, welche von beiden es genau ist. Könnt ihr mal selber gucken. Müsste da jetzt einfach nur über diese Steine drüber laufen und in die Tote runterfallen. Da unten sind Spieße und man ist in der Regel tot, wenn man nicht irgendwie sich durchbackt. Zeige ich jetzt hoffentlich nicht. Mal gucken. Aber wie gesagt, das ist ein Erfolg hier einfach mal zu sterben. Da ist nicht mehr dabei. Der andere ist dann natürlich das Jumping Puzzle selbst und damit die Truhe. Jetzt gucken wir mal, ob ich hier... Ich gehe hier immer mit Speedbuff drüber. Sicher ist sicher. Und ihr seht... Also hier unten sieht man es auch nochmal, sind diese ganzen Pfeiler und ja, das wäre eben der Tod. Der Weg ist hier leider ja, gedrängt mit Gegnern und es ist nicht verkehrt, die wegzumachen. Und deshalb auch nicht verkehrt in eine Gruppe zu laufen, denn hier gibt es dann so Fallen. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie wir laufen müssen. Ich laufe jetzt mal rechts. Hopp. Also ihr seht. Es macht auch nicht wenig Aua, gerade wenn man in dem Levelbereich ist. So, Verspindibus. Ich gehe mal nach rechts jetzt hier. Keine Ahnung, wo ich gerade bin. Muss also erstmal den Weg hier finden und ja, ein bisschen nervig.
Könnt ihr natürlich auch durchrennen, das habe ich beim ersten Mal auch gemacht, aber... Also gut, komm, sterbe, sterbe. Gut. Ah ja, genau richtig gelaufen. Also einmal nach rechts halten, die ganze Zeit nach rechts halten. Dann kommen wir hier in einer großen Höhle raus mit einem Geisterschiffchen. Und in diesem Geisterschiffchen befindet sich, wer hätte es gedacht, die Truhe, zu der wir müssen. So, jetzt können wir einmal hier nach unten. Und an diesen Piraten hier vorbei, ich werde die jetzt mal nicht angreifen. Die sollen mal machen, was sie wollen. Und wir müssen hier diese Leiste hoch erstmal, um dann wieder über die Höhlen entlang zu laufen. Rückzug! Aber nicht weit, denn dann kommen wir wieder hier raus und können auf diesem Balken nach oben laufen. Und das ist jetzt hier sehr schwer. Das kann sein, da brauche ich einige Aufnahmen, denn ich hasse es, auf solchen Balken zu springen. Das Ziel ist also, über diese Balken auf den Mast aufs Schiff zu kommen. Und, oh, ich habe noch einen Speedbuff, der muss auf jeden Fall weg. So. Oh, ich bin noch im Kampf. Kampf sein ist schlecht. Okay. Gut. Ja. Bis gleich. Also, weiter geht's. So. Hier drüber. Da drauf. Und so. Und hier muss man jetzt eben auf den Mast etwa hier so hinspringen. Ich hoffe, das klappt. Soll ich mir einen Speedbuff geben? Nein. Der nicht. Und auf diesem Mast jetzt hier nach unten, um dann gegen die Crew zu kämpfen oder einfach durchzumarschieren. Das bleibt ja eben selbst überlassen. Ich kämpfe jetzt mal. Und in den Laderaum müssen wir weiter. Und natürlich der... Naja, ich kämpfe nicht. Komm. Gehen wir einfach mal da rein. Flupp. Und hier ist direkt die prachtvolle Truhe. Können Sie öffnen und haben damit das Jumping Puzzle bzw. den Erfolg abgeschlossen. Und jetzt zeige ich euch noch, wie eigentlich ein wesentlich einfacher, schnellerer Weg ist, hier hinzukommen. Der aber doch durchaus ein bisschen, buggy ist. Weil ich jetzt nicht weiß, ob ich rauskomme. Doch, raus komme ich auch, klar. Raus und rein geht hier. Es geht beides, auch wenn es nicht so aussieht. Täusche ich mich gerade? Ich verwechsel, glaube ich, gerade das Jumping Puzzle. Natürlich, ich verwechsel das hier gerade. Achso, nein, ich verwechsel es nicht. Was ich nämlich meinte... Ach, das ist ja überhaupt nicht das Jumping Puzzle. Das da hinten. Da kann man nämlich auch drüber. Auch wenn kein Event ist. Das meinte ich. Aber okay, da kommt man dann überhaupt nicht ins Jumping Puzzle. Ich hatte das nur so komisch in Erinnerung. Da kann man nämlich draufspringen. Moment, wie war das? Also man musste irgendwie hier... Zack. Ja, hier stehe ich im Nichts und jetzt kann ich da drüber springen. Und bin in einem Bereich, der wahrscheinlich für ein Event, ich weiß es jetzt gar nicht, ich habe das nie mitgemacht, eigentlich nur freigeschaltet ist und... Ist aber nichts drin, kann man nichts gucken. Ja, das ist ganz nett. Ne? Wen es interessiert, das ist ja hier gleich in der Nähe. Okay, bis demnächst. Tschüss.